Hallo zusammen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Antje. Ja, und heute möchte ich euch im Video etwas über die Kanalmitgliedschaften erzählen, die ich jetzt für euch anbiete. Und ja, und wenn euch interessiert, welche das sind und was das beinhaltet, dann bleibt doch gerne dran. Wie ihr gerade schon gehört habt und auch natürlich gelesen habt im Titel, ich biete jetzt, also eigentlich schon seit letztem Jahr Dezember, Kanalmitgliedschaften an. Ich habe da lange mit mir gerungen und überlegt, ob ich das machen soll. Da es aber nun mal so ist, dass das auch mit in den Algorithmus reinspielt, habe ich mich jetzt einfach entschlossen, diese Kanalmitgliedschaften anzubieten. Keine Angst, es ist keiner genötigt, eine Kanalmitgliedschaft hier abzuschließen. Das ist wie bei den anderen Kanälen auch. Das ist einfach nur so ein Add-on, wo ihr mich halt ein wenig unterstützen könnt. Das Geld, was ich da bekomme, muss natürlich versteuern, wie alles andere auch. Ihr kennt das Spielchen ja. Aber ich habe gedacht, so kleine Kanalmitgliedschaften kann ich euch anbieten. Ich habe auch nur drei Stufen und zwar die relativ niedrigsten, die es gibt. Ich habe einmal Antjes Werelt 1, die ist halt 99 Cent kostet die. Da bekommt ihr dann quasi so kleine Logos für je länger ihr dabei seid. Dann wechseln die Logos immer in den Farben. Da kann man dann dran erkennen, wie lange man denn schon Kanalmitglied ist. Ich werde mal gucken, weil man kann da auch besondere oder eigene Emojis da noch freischalten. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht, weil ich habe noch keins so gefunden, was ich gedacht habe, was da gut hinpasst. Aber das werde ich auf jeden Fall auch noch nachholen. Das wäre halt die erste Stufe für 99 Cent. Dann habe ich Antjes Werelt 2. Die kostet dann 3,99. Da bekommt ihr das, was ich gerade eben gesagt habe. Und ihr werdet dann extra in dem Video erwähnt, wenn ihr dann neues Kanalmitglied seid. Und dann wird das besprochen. Und ich habe schon genau ein Kanalmitglied und das ist die liebe Nicole. Die hat nämlich im Dezember, als ich das ganz nebenbei in einem Video mal erwähnt habe, direkt die Kanalmitgliedschaft abgeschlossen und darüber freue ich mich mega, 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 weil ich habe jetzt genau ein Kanalmitglied und ich finde das total toll. Ich habe mich da sehr, sehr, sehr drüber gefreut. Also vielen lieben Dank, liebe Nicole. Und daher, ja, deine Erwähnung jetzt. Aber die liebe Nicole, die schreibt mir immer ganz, ganz viele liebe Kommentare auch. Das war auch vorher schon so und deswegen, ich freue mich halt mega. Sie ist die erste und damit auch, ja, ganz besonderes Kanalmitglied, muss ich sagen. So, und dann gibt es noch die dritte Stufe. Die kostet dann 6,99 und da bekommt ihr das, was ich vorher schon gesagt habe und ihr bekommt einen Vorabzugriff auf die Videos. Das heißt, die lade ich ja immer einen Ticken früher hoch. Natürlich, wenn ich ein Kanalmitglied habe, was diese Stufe dann bezahlt, werden die Videos auch etwas früher da sein, als sie jetzt im Moment sind. Im Moment habe ich ja noch kein Kanalmitglied, was diese Stufe hat. Das heißt, sind die Videos nicht so früh da, aber dann würde ich die auf jeden Fall einige Tage früher hochladen, dass derjenige oder diejenigen dann, die diese Stufe haben, auf jeden Fall die Videos vorab dann schon gucken können. Und ja, das sind die drei Stufen für die Kanalmitgliedschaft. Das ist halt etwas, was mir und meinem Kanal hilft, weil ihr wisst ja, dieser Algorithmus, der reagiert auf die Likes, also auf Interaktionen, ne? Ob das Likes sind, ob das Kommentare sind und halt auch auf die Kanalmitgliedschaften. Und das alles zusammen hilft halt, dass der Kanal mehr gesehen wird, ne? Und ich habe euch das ja auch schon im November und Dezember gesagt, dass das bei mir von den Aufrufen sehr, sehr schlecht geworden ist und mein Kanal also immer mehr verschwunden ist, weil halt wenig Leute sich für meine Videos interessiert haben und dann ist es halt so, dass der Algorithmus dann meine Videos auch nicht mehr so vorschlägt. Das ist halt, ist alles gar nicht schlimm, das wird auch irgendwann wieder besser werden. Was ich jetzt allerdings ehrlicherweise sagen muss, was ich gemerkt habe, ist, dass seitdem ich die Shorts mache und ich die Shorts jeden Tag poste, habe ich definitiv mehr Aufrufe. So, und darüber habe ich auch einige neue Abonnenten bekommen. Deswegen werde ich mich bei den Shorts auf jeden Fall auch ein bisschen mehr einbringen. Aber erwartet bitte nicht, dass ich da stehe und irgendwelche von diesen komischen Tänzen da mache, weil also
rhythmisch gesehen und so, sowas. Ich kann sowas nicht. Und ich möchte mich jetzt auch ehrlich gesagt nicht zum Affen machen, weil andere Leute, die können das, bei denen sieht das gut aus, bei mir würde das nicht gut aussehen, deswegen lasse ich das auch lieber. Nein, da gibt es halt so Sachen, dass ich dann so Kurzclips zu meinen längeren Videos dann mache oder dass ich schon kleine Schminkvideos mache, wo das dann alles ein bisschen mehr zusammengefasst ist. Oder hier die Beautyboxen, habe ich ja kaum noch welche im Abo. Eine noch jetzt genau, dass ich euch die zeige oder mal ein besonderes Buch in einem Short zeige oder jetzt an Weihnachten, als ich den Weihnachtsbaum geschmückt habe, dann werde ich so Sachen halt machen, ne? Und dann einfach mal gucken, wie das Ganze läuft. Denn vielleicht schaffen wir es ja dieses Jahr einfach noch mal ein bisschen zuzulegen. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ich bin mega motiviert, weil ja, ich jetzt wieder Videos für euch drehen kann. Ich habe das schon total vermisst, muss ich sagen. Und so langsam komme ich wieder rein, dass es für mich total normal ist, hier einfach zu sitzen und mit euch zu quatschen, als wärt ihr hier. Das muss ich ja sagen. Das ist so, man gewöhnt sich da irgendwie dran. Eigentlich ist das voll doof, ne? Man redet hier nur mit einer Kamera und da sitzt eigentlich niemand. Nicht eigentlich, sondern sitzt niemand. Und nichtsdestotrotz ist es so, als würde ich mich mit euch unterhalten, obwohl ja keiner von euch mir eine Antwort geben kann. Ne? Doch könnt ihr, indem ihr einfach Kommentare unter die Videos schreibt, dann können wir uns auch gerne da austauschen. Oder aber ihr folgt mir gerne auf Instagram. Da habe ich ja auch für die Bücher einen eigenen Account und zwar Antjes Werelt. Dann habe ich für hier Make-up, Deko und sonstige Antjes Beauty Werelt. Da packe ich das immer alles mit rein. Und ich habe ja noch Antjes Werelt unterstrich Sale, wo ich so die Sachen reinstelle, die ich nicht mehr benötige, die noch neu sind, die ich dann an euch verkaufe oder aber mal geswatcht oder so. Also da sind keine schwer gebrauchten Sachen, die ihr da von mir bekommt. Steht aber auch alles immer dann dabei. Könnt ihr auf jeden Fall gerne vorbeikommen und mich da auch gerne abonnieren. Würde ich mich auch total drüber freuen. Ja, auf jeden Fall bin ich gespannt. Ihr könnt mir doch mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das jetzt so findet. Fühlt ihr euch jetzt genötigt, weil ich jetzt hier ein Video zu mache, eine Kanalmitgliedschaft abzuschließen? Ich hoffe nicht, weil das ist nicht überhaupt nicht meine Intention. Ich versuche nur jetzt irgendwie was zu tun, damit es meinem Kanal ein klein wenig besser geht, damit es einfach mal ein bisschen nach vorne geht. Daher lasst mich auch gerne wissen, was eure Gedanken dazu sind. Also wie gesagt, ich möchte hier niemanden verschrecken. Ihr braucht auch keine Angst zu haben, wenn da jetzt keiner mehr dazu kommt, dass ich jetzt deswegen aufhöre oder so. Es ist halt einfach nur, ich versuche halt die Möglichkeit, die es gibt, auszuschöpfen und teste das Ganze jetzt einfach mal. Und deswegen habe ich auch nur so kleine Stufen gemacht und keine, weil die gehen noch höher. Also da kann man noch höhere Beträge machen. Das habe ich jetzt aber mal nicht gemacht, weil ich das jetzt einfach erstmal ausprobieren will, mich mal rantasten will und dann gucken wir einfach mal weiter. Ja, deswegen dachte ich, ich mache da euch jetzt ein kleines Video zu, damit ihr darüber auch Bescheid wisst. Ich hatte es ja im Dezember nur so zwischen Tür und Angel mehr oder weniger erwähnt, weil ich da auch gar nicht so die Zeit hatte, mich damit zu beschäftigen, dann noch ein Video für euch zu drehen, weil es war ja eh eine hektische Zeit, war es ja bei euch bestimmt auch. Und ich denke mal, jetzt im Januar lässt der ganze Stress nach, es wird alles ein bisschen ruhiger. Ja, und bei diesen Temperaturen da draußen, da kann man sich auch am besten mit einer Decke und einem guten Buch oder so auf die Couch kuscheln und da einfach ein bisschen Tee trinken, Kakao trinken, Kaffee trinken und es sich einfach noch gemütlich machen, denn das ist ja kein Zustand hier. Ich hoffe auf jeden Fall, dass es bei euch alles super in Ordnung ist, dass es euch gut geht. Wenn nicht, dann fühlt euch alle gedrückt. Und dann hoffe ich, dass es ganz, ganz, ganz schnell wieder besser bei euch wird. Bei mir ist es für den Moment gut. Ich fühle mich gut. Bin, wie gesagt, sehr motiviert, weil ja hier mit dem Zimmer, ich bin noch nicht ganz so fertig. Ich kann es euch jetzt noch nicht zeigen, aber wenn ich hier wirklich komplett aufgeräumt habe, alles aufgehangen habe, ihr kennt das ja, ne? Wenn man umzieht, dann muss man erst alles wieder so fertig machen. Wenn ich das hier soweit fertig habe und diese Pakete, die hier noch überall rumstehen, ausgeräumt und verschickt und verpackt habe, dann zeige ich euch auf jeden Fall das Zimmer. Das heißt, ich nehme euch einmal komplett mit. Wundert euch nicht, es gibt hier, wie gesagt, nicht nur Make-up, ich habe hier auch meine Bücher drin, ich habe hier alles, was ja, ich gerne mag, in diesem Zimmer drin. Das werde ich euch dann so peu à peu einfach nach und nach zeigen. Und ja, ich bin mega happy. Ich fühle mich hier richtig wohl. Und ich freue mich schon auf die Zeit, wo ich hier auf meiner Couch wieder ein bisschen sitzen kann, mir ein bisschen gemütlich machen kann und hier einfach gute Zeit haben kann. Unten in meinem alten Zimmer war es auch schön, klar. Aber es war halt alles klein und eng und immer sehr durcheinander. Und dann kommen ja immer diese Phasen, wo man viele Pakete hier hat und weil man so viel einkauft.
und zugeschickt bekommt und so, dass ich da einfach gar keinen Platz hatte, auch nicht, um schöne Fotos zu machen für die Produkte und so. Und hier habe ich auf jeden Fall mehr Platz, ne? Ich habe hier hinten ja meine Malmkommoden stehen, ein bisschen Deko dazu. Ich liebe übrigens hier diese Tapete. Das sind Tapete, die habe ich 2016 meinem Sohn unten die Wand mit tapeziert. Und da habe ich jetzt noch eine Rolle gefunden, genau eine. Und damit konnte ich genau drei Bahnen hier machen, weil das ist ja eine Schräge. Da brauche ich ziemlich lange Tapete. Und die hat mir so gut gefallen, dass ich die hier reingepackt habe. Könnt ihr mir auch mal schreiben. Also ich finde die Farbe super schön. Ne? Hier dieses, was ist das? Türkis? Ich habe keine Ahnung, wie man die Farbe nennt. Auf jeden Fall super schöne Farbe. Passt halt auch zu vielen Sachen. Dann habe ich endlich hier hinten meine Glaskugeln. Die habe ich da stehen. Da muss ich noch neue LED-Böhnchen besorgen. Und dann machen die auch ein super schönes Licht. Also ja, alles in allem fühle ich mich hier schon, auch wenn es noch nicht ganz fertig ist, mega wohl. Es ist total schön. Es ist richtig gut geworden. Es war mega anstrengend. Mega, mega, mega anstrengend. Ich habe euch das ja auch schon im anderen Video gesagt. Ich habe abgenommen. Und habe jetzt erstmal gemerkt, dass ich schon ein klein wenig fülliger war, sagen wir mal so. Und ja, das gefällt mir jetzt deutlich besser. Das heißt für mich aber auch, dass jetzt mal wieder Sport angesagt ist, auch wenn ich der größte Sportmuffel auf der ganzen Welt bin. Aber ich passe jetzt wieder in meine Sachen schön rein. Das würde ich gerne beibehalten, aber deswegen werde ich hier nicht weiter renovieren, damit ich die Treppen rauf und runter rennen kann. Ich muss mal gucken, dass ich mir jetzt hier wieder mein Sportprogramm mache mit meinem Pilates und so. Und dann wird das auch, was jetzt meine Verspannungen betrifft, die ich ja zwischenzeitlich hatte, ne? Die will ich auch nicht wieder haben. Deswegen muss ich da auch wieder ein bisschen was machen. Und ihr kennt das Ganze ja, ne? Am Jahresanfang ist man immer super motiviert. Man muss das halt nur durchhalten. Und bei mir ist das dann halt einfach irgendwann so, wo ich dann denke, ach, muss das sein? Und ja, es muss sein. Es muss sein, es muss sein, weil ich einfach gerne Süßigkeiten esse. Das ist so, da werde ich auch nicht drauf verzichten. Und deswegen muss ich halt jetzt zusehen, dass ich hier mal ein bisschen was für mich dann wieder tue, wo ich auch sagen muss, ich fühle mich jetzt auch gut, auch wenn das zwischendrin mega anstrengend war. Und gerade meine Füße durch dieses ständige Gerenne den ganzen Tag von morgens früh bis abends spät. Hat es gut getan, hat es wirklich gut getan. Und ja, ich fühle mich auf jeden Fall gut. Das Einzige, was im Moment noch nicht ganz so gut ist, ist mein Ausschlag. Aber den kriege ich ja immer, wenn es zu stressig wird. Aber der wird auch wieder weggehen. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich am Wochenende mal die Zeit finde und meine Haare wieder ja, schwärze, weil das ist eine Haarfarbe, die ich einfach nicht leiden kann. Vor allem diese grauen Haare. Ich mag sie einfach nicht. Ich will meine Haare wieder schwarz haben. Da fühle ich mich deutlich wohler. Und jetzt mal wieder ein bisschen was für mich tun, weil nach der vielen Renoviererei ist das auch mal wieder nötig. Ja. Ich habe mich jetzt schon wieder ganz schön verredet. Nein, ganz schön viel an viel erzählt. Ich komme hier wieder völlig durcheinander. Ja, ich glaube, ich sollte das Video jetzt mal beenden, sonst wird es wieder so ein mega langes Video und das hatte ich jetzt eigentlich gar nicht so vor. Ich werde das Video auf jeden Fall auch ein wenig zusammenschneiden, weil ich das als Erklärung für die Mitgliedschaft dann noch in einen Teil auf meinem Kanal hochladen werde. Aber das hier wird jetzt erstmal als eigenständiges Video hochgehen. Deswegen die Erzählerei, die ich da zum Schluss gemacht habe, die kann da ruhig drin bleiben. Und ich finde so ein bisschen Smalltalken mit euch immer ganz entspannt und ganz nett. Und dann könnt ihr auch das ein oder andere noch so von dem hören, wie es mir hier so geht, was ich so mache. Weil ihr seht ja nicht allzu viel von mir. Ne? Also ich nehme euch ja nicht die ganze Zeit in meinem Alltag mit. Und das muss ich sagen, möchte ich auch nicht. Ihr habt ja meine Kinder noch nicht gesehen und meinen Mann auch nicht. Und das soll auch so bleiben. Das hatte ich ja auch schon mal gesagt, dass hier ist meins. Also ich habe mich dafür entschieden, YouTube-Videos zu machen und auf Instagram Sachen zu posten, auch mein Gesicht und so. Und meine Familie kann sich dann entscheiden, wenn sie dann irgendwann wollen, das zu tun. Im Moment möchte das keiner und das ist für mich auch super okay. Deswegen, ja, kriegt ihr nur ab und zu mal vielleicht die Namen mit oder so, aber ansonsten halt nichts. Ist aber auch okay, weil die sind halt auch teilweise noch nicht alt genug dafür. Und ich finde, für die wäre das dann auch ein wenig zu stressig. Und da bin ich auch ehrlich gesagt nicht so der Fan davon. Noch ein paar Jahre warten, wenn sie dann alt genug sind, können sie sich ja selber entscheiden, also ob sie das machen wollen oder nicht machen wollen. Vielleicht seht ihr dann irgendwann mal meine Kinder. Ich weiß es nicht. Müssen wir dann mal sehen. Auf jeden Fall, ja, glaube ich, habe ich euch jetzt wirklich genug erzählt und werde euch jetzt
ein wenig Ruhe vor mir gönnen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so ist, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Denkt an die Glocke, denn ihr wisst ja, ich habe mein Hochladeschema etwas geändert und dann bekommt ihr immer eine Info, wenn dann das Video von mir hochkommt. Hochkommt, also online geht, so meinte ich das. Ja, bleibt alle gesund und ich hoffe, wir sehen uns ganz, ganz schnell wieder. Bis dann. Ciao, ciao.